Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. So, bevor es losgeht, machen wir noch gerade die Sachen rein. Und zwar ist die Kombo, glaube ich, relativ gut für das, was ich vorhabe. Ich will mich ja jetzt vorne aggressiv aufstellen und dann kann man, glaube ich, wenn der vorne steht, und der läuft ja dann schneller, mehr machen. Zusätzlich soll der nicht mehr die Aufgabe übernehmen, UFOs abzuknallen und Overlords, weil ich selber Overlords von Melting Points hole, die genau diesen Job schon machen. Also gibt es mehrere Gründe, einfach das umzustellen. Das ist die Idee. So. Gucken wir mal, ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen natürlich, aber wenn ich jetzt weiß, was ich spielen will, kann ich mehr die Einheitenauswahl und die Fähigkeitenauswahl aufeinander abstimmen. Das wäre so der erste Schritt da drin. Immer noch am Üben halt, ne? Mir vorne hinstellen, was da am besten funktioniert. Also gerade mit dem Assault könnte man jetzt überlegen, den auf die Flanke zu stellen, aber ne, vorher stellt man ihn ja seltener dahin. Ja, Fortified. Dann machen wir das, ne? Das ist, glaube ich, besser als der Panzer. Natürlich auch weniger Modelle am Schluss. Steeball. Genau, aber den kann ich ja mit denen jetzt schon optimal knacken, oder? Die schießen dann immer zwei oder so ab. Machen trotzdem nochmal Kleinvieh, was da mitrennt. Wenn die jetzt so langsam, dann kann ich die auch so rennen lassen erstmal, ne? Kein Freund normalerweise von dieser Art von Start, aber hey, mal Platz schaffen. Immer zwei Platz, oder? Haben wir gesagt. Auch so Sachen, die mit der Zeit dann kommen, wenn man das öfter macht. So. Genau, dann die Assaults, die laufen dann irgendwann vor. Das heißt, ich könnte jetzt schon überlegen, wenn ich weiß, dass ich das Assault mache, dass ich die ganz nach vorne stelle. Wenn das Lid kommt, dann kriegen die halt eine ab, ist halt so. Das Ziel von denen ist ja, die vor den Steeball zu beschützen. Deswegen sollten die auch vor den Steeball stehen. An den Dingern stehen für die Steeballs. Kann ja gerne jede Runde das Lid spielen. Die überleben das ja dann locker, wenn die die Fähigkeit ausgeben. Jetzt müssen wir natürlich noch die Zahlen wissen. Ich kenne die auch nicht auswendig. Also, 30% mehr, 2600 sind das dann, ne? Also wir brauchen immer zwei Schuss. Aber dann kriegen die mehr als einen. Ja, mehr kann ich ja, glaube ich, nicht machen. Das lohnt, glaube ich, nicht zu upgraden, wenn ich weiß, was der Gegner macht. Genau, erste Runde wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schmerzhaft. Ja, aber nächste Runde dann Assault, ne? Dann geht das hier Duck, Schuss, tot, 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 ja? Oder so hoffe ich. Die Fangs nochmal extra Bonus, die machen auch gut Schaden an denen. Vielleicht kriege ich dann auch gewonshottet, mal sehen. Also es ist ja viel, was gleichzeitig drauf feuert. Die müssen wir die Fähigkeit nochmal genau angucken. Ich glaube mich zu erinnern, dass die DPS gar nicht verändert. War das nicht, dass die Feuerrate verdoppelt, den Schaden halbiert, sodass man eigentlich genauso ist, wie man vorher ist, nur dass man eben ne, eine andere Feuerrate hat. Was ja durchaus ein Vorteil sein kann, wegen, wenn man keinen Overkill-Schaden macht. Das müsste ich nochmal nachgucken von den Werten. Alles wieder am Anfang. Oh, ich meine, das Anti-Modul, es kostet jetzt kein Vermögen, ich habe ja eh Geld über, ne? Ja, diese Cost-Control-Dinger. Also, wenn ich die jetzt ausgebe für 150, ja, dann passt das immer noch vom Geld. Rechts müsste man einen gleich hinstellen. Schon mal einen Crawler mitnehmen. Je mehr das Kleinvieh ablenkt, desto besser. Ansonsten läuft man da durch. Und hier hackt man dann einfach nochmal sich durch. Einfach draufhauen. Wie gesagt, mehr Schaden weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Wir hauen einfach alles weg, was da lebt. Wir machen das jetzt auf die harte Tour. Genau. Hier ein Hinbau, dann läuft der Crawler nach links, dann töte ich den nicht gut genug. Also das Lid wird jetzt vielleicht kommen, aber das ist mir dann recht egal. Das Speed. Level 2. Ja, offensichtlich klappt das nicht gegen Steel Boys mit dem Marksman. Hätte gedacht, dass sie da besser abschneiden. Wie gesagt, ich bin auch noch ganz neu mit den Dingern. Vielleicht hat auch die Aufstellung nicht gestimmt, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht lag es einfach daran, dass es Level 2 war, weil der ist ja hier 0 Leben, Level 2, ne?
dass einfach der Levelunterschied verantwortlich war. Weil links, die haben sie ja getötet, nur die Level 2 haben alle überlebt, ne, angeschlagen. Ja. Ja, dann machen wir lieber den Overlord bei, der kontert ja wieder alles. Muss jetzt allerdings Modelltanks dabei packen. Den von da direkt treffen. Und dann hoffentlich nach rechts schießen. Ich habe Angst, wenn ich ihn so setze, dass er nicht rechts, nach rechts schießt früh genug. Lieber einen Schuss umsonst auf den Crawler. Aber den direkt abknallen wäre auch nice. Wäre. Na, mal gucken. Ja, vielleicht war es nur der Level. Vielleicht war es nur der Level. Vielleicht muss man auch einfach mehr davon spielen. I don't know. Für mich halt alles ein bisschen Neuland. Ich denke, der wird ja jetzt einen in die Mitte packen, der geht ja gar nicht anders. Ja, ansonsten, ich weiß noch nicht, also ich behalte das Modul, bis ich es wirklich brauche, ne? Kann durchaus sein, dass ein Hacker da so nachher auftaucht. Das würde ich nicht ausschließen. Ja, nächste Runde diese Marksmänner nochmal oben links verteilen und oben rechts vielleicht sogar. Mal gucken. Ich räume halt einfach nicht schnell genug die Sachen weg, ne? Trotz Tarantula und hier dieser Schrotflinte ist einfach zu viel Zeugs, weil ich nicht wegräume. Und dann schießt er mich einfach ab. Das Problem ist wahrscheinlich, dass er für halben Preis einen viel größeren Effekt kriegt, bei Kleinzeug wegräumen, ne? Die leveln ja wie dumm auf, bei mir levelt gar nichts. Also Tarantula ist einfach der letzte Garbage. Was ist neu? Ja, Wespe, ich will eigentlich damit jetzt arbeiten. Um das Kleintier wegzuräumen, das kann ich mir nicht erlauben, weil zu viele Drops hier kommen, ne? Ah, das ist eine Scheiße. Ich habe zumindest ein Upgrade bei mir. Dann hält das da rechts einen Schuss aus. Links muss man eigentlich auch mal decken. Vielleicht liegt es auch am Cost Control, dass es so ein Garbage ist. Aber die zusammen räumen das Kleintier viel zu langsam weg, als dass irgendein Effekt existiert, ne? Ja. Schild nachher ausgeben, was ist natürlich viel zu früh dafür. Ja, keine Ahnung. Also, das Kleinvieh stirbt einfach nicht, ne? Ich stirbt einfach nicht schnell genug. Kein Plan, was ich da machen kann. Ist noch zu früh für einfach alles. Zweitens zum Abknallen der Dinger machen. Jo, wieder kein Plan. Kurz verlangsamen den Gegner oder hier abknallen sogar, wenn er kütt. Und sonst hier mal schnell durchballern auf einem. Also muss ich wahrscheinlich noch lernen, dass die nicht so funktionieren. Vielleicht wäre wirklich hier die Feuerrate die Lösung, um alles Kleinvieh wegzuräumen. Ich will ja die Dinger aktivieren. Battleship. Vespa hat er gespawnt. Hat an der falschen Stelle gespart, würde ich sagen. Aber überall Kleinvieh noch über. Mein Gegner hat natürlich auch schon gute Level jetzt leider bei denen. Ja. Und Kleinvieh. Also ich krieg's halt nicht tot. Überall Crawler. Die Tarantula haben nicht die Reichweite. Und Preis-Leistung sind die auch miserabel dagegen. Wie gesagt, halb so gut halt wie der Arclight. Eigentlich schlechter, weil sie ja die Reichweite nicht haben und trotzdem genauso schnell wegräumen wie ein Arclight, ne? Wenn sie in Reichweite wären. Also maximal scheiße. Ja, so räumen wir das weg, damit die einfach schneller sterben. Und die Tarantulas, die können einfach weg. Also, ich sehe nicht, dass die hier ihren Auftrag erfüllen, ne? Ich hätte den eben vielleicht gar nicht kaufen dürfen, den einen. Genau, also der räumt die jetzt hier weg. Und der räumt die jetzt hier oben irgendwie weg, wenn ich Platz finde. Wahrscheinlich keine gute Idee, den da hinzustellen. Ja, ich bräuchte halt hier Platz, ne? Na gut, der muss aber von hinten ranfliegen, es geht ja nicht anders.
Das Kleintier muss auf jeden Fall weg. Also da gibt es gar kein Wenn und Aber. Das machen die UFOs normalerweise relativ gut. Ja, ansonsten, die haben jetzt hier den Heal. Artillery-Kanone ausgeben. Oder sonst Kleinvieh an die Front noch stellen. Wahrscheinlich muss man die auf Elite ausgeben. Weiß nicht, ob der das da hinten jetzt alleine schaffen würde. Versuchen wir unser Glück. Die laufen ja beide schön mittig hier, ne? Dann versuchen wir die in einem schnell zu töten. Morgen geht bei dem das jetzt, bevor ich es gar nicht mehr benutze. Uho. Jetzt wären die Tarantulas vielleicht wieder ein Tick besser, wenn ich die Spinnen spawne. Schwer zu sagen. Gewonnen oben rechts. Ja, mit Adler-Kanone kommt man gegen Melting Points tatsächlich ein Stück weit klar. Kommt immer so ein bisschen aufs Timing an. Hat auf jeden Fall jetzt funktioniert hier. Kleinvieh 17, 37. Den rechten Crawler habe ich ja im Grunde genommen auch getötet, der sonst dazu kam immer, ne? Also, das haben wir jetzt ein bisschen besser im Griff. Jetzt einen Wespenschwarm dazu? Fragezeichen. Wie ist das mit Schutzschilden? Da muss ich aber echt noch viele von denen holen. Mass Produced, Assault, Shield. Und wenn ich Luftabwehr vergebe, nur um die UFOs abzuknallen, das ist ja da auch eins, damit die einfach schnell abknallen kann. I don't know. 75% mehr Schaden. Auch hier, ich kenne das Szenario nicht. Ich weiß nicht, ob so das irgendwie funktioniert, weil es kostet ja doch einen kleinen Premium, kann man sagen. Ne? Ist halt eine Überlegung, ob sich das dann lohnt. Ich mache es einfach mit dem Overlord, oder? Ich vermute mal, der will den verkaufen. Als andere wäre irgendwie komisch. Vielleicht kommt jetzt noch ein Melting Point dazu. Ich lasse ihn mal auf mich zurennen. Ist da Platz für Kleinvieh dazwischen? Nee, ne? Das ist schon an der Grenze. Genau, ich bin der Cost Control, deswegen machen wir einfach hier. Nochmal so ein Satellit bei. Je schneller ich mich da durchboxe, desto eher ist es halt schmerzhaft für den Gegner. So, wenn du Schaden machst, dann machst du Schaden. Kleinvieh. Eine einzelne Wespe. Regeneration. Nicht der größte Freund von, aber hey. Ja, keine Ahnung, hat man jetzt noch Punkte über. Dann ganz flink nochmal einen Crawler. Die tun ja nie gut weh. Und dann steht er da, da steht er sicher gut. Der kann also weg, der wird direkt getötet. Melting Points vermehren sich. Reicht das nicht, oder? Ja, doch. Und da ist wieder ein Crawler. Er hat ein UFO rechts oben hingestellt, ne? Und jetzt ein PK-Manöver. Obwohl ich ja ganz gut hier gestanden habe. Redeployment, Extended Range, Schutzschild. Unschlüssig. Unschlüssig. Auch nicht unendlich viel Zeit. Also einfach ein Wespenschwarm dazu, hätte ich jetzt gesagt. Auf die linke Seite. Wenn das dann nicht klappt, dann PK-Manöver gleich. Oder halt jetzt einfach einen Wespen-Spawn machen und die Dinger schieben. Ist ja gegen die Overlords vielleicht ganz gut, gegen die, ne? Die anderen Overlords.
Er ist ja ein bisschen beschäftigt, dann kann ich den gleich abknallen. Wenn er oben Wespen spawnen, ist er sicher auch schmerzhaft. Unten ist irgendwie alles frei aus irgendeinem Grund. Speed dazu. Und noch ein Ablenkungscrawler. Ja, also da rechts, das lohnt sich auf jeden Fall. Also da macht. Die Kombo ist ja klar, ne? Er möchte damit Kleinvieh wegräumen mit diesen beiden Sachen und die sollen Großvieh wegräumen. Wird auch leider jetzt angeschlossen, weil die Wespe nicht gut gespawnt ist. Jetzt wäre es gut, wenn er nochmal eine Wespe vorschiebt. Das ist jetzt ein bisschen Timing-Frage. Jetzt wäre ein guter Augenblick. Headquarter. Danke. So geht's auch, dann kann die Wespe später kommen. Naja, also Overlords mit Adri-Kanone, die können schon wirklich gut mit Melting Points aufräumen. Dies geht. Und nächste Runde wäre ich einfach nach rechts gegangen und hätte dann Wespen, ne, also die hätte ich, wenn es noch eine Runde gegangen wäre, hätte ich die alle hier vorne rechts irgendwie hingestellt. Dann wären die im Kreis geflogen mit einem Wespenschirm, die Dinger immer nonstop ablenken. Also, das hätte auf jeden Fall alles tot gemacht. Trotzdem war ich ein bisschen überrascht, wie beschissen die Marksmen, die Assault Marksmen waren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von, wie ihr seht, von dem Szenario. Also, die haben ja offensichtlich miserabel performt. So, jetzt mal ganz kurz den Test machen. Ich habe jetzt ja immer unter der Prämisse gearbeitet, dass die Steeballs kontern eigentlich. Das hat aber eben tatsächlich nicht so dolle ausgesehen. Ja. Okay. Einen von vier. Also mit zweien hätte es wahrscheinlich geklappt, aber war ja nur einer. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt, dass das nicht so gut funktioniert. Und jetzt wäre nochmal die Feuerrate die Frage. Genau, wird halbiert. Die Feuergeschwindigkeit verdoppelt. Jetzt habe ich die Zahlen nicht richtig angeguckt. Moment. Okay, also nicht das ist hier, ne? 3,1 und dann geht das auf 1,5 ungefähr runter. Also halbiert, verdoppelt, ist wahrscheinlich so ein Nachkommageschelle. Dann weiß man auch, wie das funktioniert. Also einfach nur den Feuerrhythmus ändern. Mit für die gleiche DPS, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Also die Hardcounter gegen Assault ist offensichtlich Steeball. Das ist gut zu wissen. Naja, Hardcounter ist vielleicht zu viel gesagt, aber da müssen wir mehrere von denen aufstellen. Und das habe ich eben komplett falsch eingeschätzt. Ja, ist die Frage, wofür man die Assaults wirklich benutze, welche Ziele dann. Also man kann ein bisschen Feuersupport gegen Crawler machen. Man kann eine Wespe wahrscheinlich gut abknallen. Die Wraith haben die ja trotzdem besiegt. Das ist eine Levelfrage wahrscheinlich. Problem ist halt immer bei den Marksmen, wenn sie keine Level haben, und das ist wahrscheinlich egal, ob was halt oder nicht, dass ihr einfach viele davon braucht, um im Mid- und Late-Game damit was zu machen. Ihr müsst halt am Anfang ein paar aufleveln, die funktionieren dann, aber die Masse von denen einfach später zu kaufen, ist normalerweise immer ein Auskriterium. Also ich bin noch nicht überzeugt davon, dass ich die sinnvoll anwenden kann. Ja, aber ich muss auf jeden Fall üben, üben, üben damit. Vielleicht finde ich eine Lücke. Irgendwas. Fängt Assault für die Ecke, wäre, glaube ich, okay. Dann kann der Assault vorlaufen. Das können wir auch nochmal gleich testen. Ja, das war jetzt nicht so der Brüller. Also machen wir es nochmal. Also das Anti-Small dabei hat mich halt nicht von den Socken gehauen, ganz ehrlich. Ich tendiere, glaube ich, eher dazu, auch wenn das ein Steeball ist, den zu nehmen, oder? Kein Freund von, aber ich mach's mal hier. Die Tarantula, ich weiß es nicht, für den Angriff. Zu teuer, zu wenig Reichweite, zu langsam. Müll ist die Übersetzung aus meiner Sicht. Die kann man sicher für irgendwas spielen, aber nicht für das, was ich da vorhabe, sehe ich noch nicht. Fortified. Genau, den können wir ja gleich beschützen da. Der rollt dann so da rein. Dass hier auf verschiedene Targets gehen, wäre mal nice. Machen wir auch direkt so, oder? Warte mal, Kleinvieh dabei packen. Braucht man wieder beides eigentlich.
Machen wir erstmal einen Crawler, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, der geht dann nach vorne. Sich um Sachen kümmern. Ja, hier ist ja gleich wieder diese Ablenkung für den. Da muss ich nächste Runde halt mit zwei Crawlern arbeiten, damit das funktioniert. Zwei Felder, dann deckt er alles ab. Schon Tanky. Das ist doch schön, ist alles sperrweit auf. Hat noch eine Sekunde der Gegner. Den kommt er nicht mehr nach hinten setzen. Ist eigentlich ein Adler, ein Satellitziel, so wie das da steht, ne? Also diese mittlere Aufstellung, da hat man alle Nachteile, die man sich denken kann, oft, ne? Also, nice. Flanke ist auf. Man geht piecemeal zur Seite, wenn einer von der Seite kommt. Bin kein Freund von dieser Aufstellung. Und wie gesagt, wahrscheinlich kann ich mit dem Satellit auch die halbe Armee wegbringen, bevor es losgeht, wenn ich das möchte. Aber wie immer gibt es immer wieder irgendwelche besonderen Strategien, wo das vielleicht dann doch klappt. Ne? Also man muss das immer mit Vorsicht genießen alles. Also die Tanky. Da ist ein Schrotthaufen. Ja, Range ist wahrscheinlich immer gut, ne? Wir brauchen einen Crawler, wie gesagt, der von der Seite den Satellit dann da abholt. Und einen oben, der den Crawler einfach ablenkt, wenn er gleich einen dahin setzt. Den Level geben. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber hey, okay. Mass-Podoskorpion. Na, den muss man dann eventuell die Steeboys direkt verkaufen. Wahrscheinlich ist der Rhino-Drop mit dem, also der Rhino mit dem Steeboy keine gute Idee, weil beides vom Skorpion gekontert wird. Für ihn ja nicht viel zum Nachdenken, dass er einen Skorpion holen wollte. Vielleicht kriegen aber auch geknallt, mal gucken. Aber wahrscheinlich geht das ins Verkaufen des Steelballs. Dann muss ich irgendwas anderes holen, um die kaputt zu machen. Und im Moment sieht es wieder nach Overlord-Zielen aus. Ja, scheint auch erstmal beschäftigt zu sein. Ausrichten, aufladen. Drehen, tot. Und Headquarter. Mal gucken, ob ich einen Schuss aushalte mit Level 2. Ich glaube aber nicht, ne? Man hat aber 9000 Leben und der hat, glaube ich, 10.000 Schaden pro Schuss. Vielleicht, wenn ich einen Defense ausgebe, sind ja 15%. Vielleicht genau einen Schuss überlebe. Das wäre der entscheidende Faktor dann bei so einem Ding. Aber im Moment sieht es halt nach einem richtigen Overlord-Target aus hier, ne? Machen wir erstmal so weiter, weil je mehr Scorpions er holt, für die gleichen Steelboys, desto besser, wenn ich einen Overlord hole. Da geht's los, das übliche Spiel. Ja. Über Reichweite dann nachher. So, also sind jetzt bei 9000 irgendwas. Wer ist bei 8000 irgendwas? Gut, da wollen wir nicht mal Level ausgeben. Nice. Und dann datteln wir dagegen. Feuersupport dabei. Ist wieder zu weit vorne, wenn ich den stelle. Sonst läuft er zu lange in die Front, hätte ich gesagt. Egal, der hält ja ein paar Schüsse aus. Satellitenabwehr immer. So ist ein Level geholt, nice. Für die Satellit halt wichtig, ne? Genau, ansonsten.
Mischen wir mal da einen rein. Eine Flanke. Noch ein Crawler. Je mehr wir den ablenken, desto besser, hätte ich gesagt. Und dann fängt Feuersupporter, der hinkrabbelt an die Front. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier erwischen könnte, wenn ich ihn dazukrabbeln lasse. Ich packe mal alles dazu, mal gucken, ob ich das bereue. Da sind die Jungs. Ja, nächste Runde dann der Overlord. Hat auch keine Marksmen geholt. Und kein Melting Point. Also nächste Runde kommt der Overlord dann bei mir. Da kann ich, glaube ich, eine Menge mit anstellen. Da muss man mal gucken, ob wir den Steeball dann verkaufen oder ob der genug macht. Eigentlich brauche ich ihn dann nicht mehr. Naja, verkaufen wir dann direkt, ne? Dann kann ich die Range von dem auch übergeben. Verkaufsknopf sowieso, weil ich eventuell auch den verkaufen muss. Mal gucken. Weil die Overlords machen ja alles das, was. Also, ne? Der hatte dann keine Aufgabe. Ja, die Flammenwerferpanzer holen die gesamte Flanke jetzt weg. Da habe ich übertrieben und das wird jetzt schwer zu kontern. Da hätte ich wahrscheinlich was anderes machen müssen. Also 4 Leute in die Flanke stellen war wahrscheinlich ein großer Fehler. Zumal da keiner mit Power an der Flanke ist. Den Spawn auf jeden Fall. Den Verkaufsknopf. Ja, fangen wir bei den Großen an. Mehr Geld ist besser. Und dann Go-Go-Flugzeug. Das noch nicht. Ja, ich stehe halt hier, ne? Das muss ich halt noch lernen. Da muss ich nur eine Lücke schaffen, damit das hier sinnvoll funktioniert. Da müssen wir auf jeden Fall eine Lücke schaffen. Wenn ich jetzt da hinstelle, ich verkaufe den ja nächste Runde, ne? Dann kann ich den Flammenwerfer beschäftigen. Ja, nächste Runde verhökern wir den ja. Naja, schwierig, da eine Ablenkung hinzusetzen. Also eine, die sinnvoll ist. Machen wir das, um den abzufacken. Ansonsten alle mehr Schaden. Go, go. Der übertreibt jetzt massiv beim Skorpion. Ich will ja, dass er da oben umsonst einen hinstellen, Skorpion. Deswegen steht er da. Ich weiß ja, dass ich alles verkaufe regelmäßig. Nächste Runde verkaufen wir das oder das, je nachdem, wie die Lage ist. Und dann den. Und kann sein, dass er dann eine Runde abgefarmt wird, aber dann steht er für immer und ewig da verkehrt. In jedem Fall muss jede Runde Overlords dazukommen. Also ich würde sagen, das war ein klassisches Überinvestment, ist jetzt mein Gefühl. Aber da ich hier so einen Mist gebaut habe, ne, ist natürlich unangenehm. Wespe? Unangenehm. Reichweite mit Feuerrate wäre, glaube ich, hier gut. Habe ich aber rausgenommen, die Feuerrate. Adler Kanone lohnt ja fast kaum gegen die Dinger. Ja, der kloppt sich da oben durch, ne? Der ist ja besonders wichtig wegen dem Item jetzt, weil er wohl Westen spielen will, der Gegner. Wespe. Alter, ein bisschen komisch gespawnt, leider. Kriegt er die Wespen? Nee. Ja, also Steeball-Start, ich weiß echt nicht. Wie gesagt, die Planke war auch scheiße, aber Steeball-Start kriege ich auch nie zum Laufen. Nie. Steeball Production. Na gut, dann packen wir den noch dabei. Genau, verkaufen. Ja, also die sterben jetzt immer instant, ne? Von daher verkaufen wir die direkt. Reichweite dabei. Da oben droppt er dann Steeball. Die Frage ist halt, wo man den halt droppen möchte, ne? Immer ein bisschen schwierig. Ja, die steht echt scheiße hier. Super scheiße steht er da. Ja, welche Art von Flugabwehr wird er jetzt wohl holen, ne? Wir spawnen einfach überall Kleinvieh, das mache ich ja eigentlich schon. Ich hätte lieber das da, aber ich habe das Geld gerade nicht. Und Kredit ist immer so eine Sache. Ah, ist nicht meine erste Wahl. Wespe. Okay, Phoenix war ein bisschen ungewöhnlich, weil ich halt Sachen droppe die ganze Zeit. Und der Wespe war natürlich dann besonders stark dagegen, aber ich hätte, glaube ich, lieber darauf verzichtet. Also normalerweise, ne,
Das war halt doppelt gemoppelt, mit dem war ich eh schon die ganze Zeit droppe durch die Items. Und das zweite konnte man erwarten ja dabei. Von da habe ich überrascht, dass er das gegangen ist. Aber das könnte mir jetzt helfen. Jetzt versuchen wir, dass wir hier links mit Fokus immer aufs Headquarter gehen, er überinvestiert und wir dann irgendwann rechts zack rüber gehen. Ne? Was läuft denn so beschissen, dass es schwierig wird? Wir droppen auf jeden Fall eine ganze Armee dazu. Annette hier, der Feuersupport. Der Wespe dann nachher das Schild geben wahrscheinlich. Ja, ist zu viel Müll zum Abknallen. Ja, der Schuss hätte die jetzt getötet. Hat er aber nicht. Die Wespe kam noch raus. Nein. Wie gesagt, die Flanke mit dem Steeball-Start, also die mache ich verantwortlich für alles. Ich weiß noch, auf meiner Liste steht Steeball Instant Lose. Danke fürs Kommen. Klein Vieh wegräumen. Ist ein bisschen risky hier, aber versuchen wir es mal eine Runde. Ansonsten hält er da vorne auch rein. Helfend. Genau, weiter verkaufen. Der hat ja noch ein bisschen Job gemacht da oben, dann lassen wir das erstmal. Ja. Flugabwehrwespe vielleicht da rechts. Auch nachher ein Wespen-Upgrade auf jeden Fall. Oder Schutzschild. Also weil er halt seine eigene Wespe da oben hat, mache ich lieber das hier, damit ich ein bisschen besser zurückballer. Die fliegt ja auch vor die Wespe, ne? Da kann ich die hier in einem fairen Duell, kann ich die abknallen. In die Kütt schön auseinanderziehen. Genau, sonst hier die Anzahl erhöhen. Okay. Kleinvieh wegräumen. Es gibt ja kein Kleinvieh, genau genommen, ne? Jetzt nur hier bei der Artillerie mal aushelfen. Ah, was tankt. Ja, nächste Runde die Adler-Kanone und dann übernächste wahrscheinlich den Jumper und dann hoffen, dass es dann klappt. Headquarter ist weg, das hilft wahrscheinlich jetzt. Spear ist auch weg, hätte ich gar keine Defense-Wespe aufstellen müssen. Ja, da sind leider Crawler im Weg. Artillerie, tot. Zu rechts unten irgendwas abgeknallt. Ah, der hatte irgendwas gedroppt. Die sind Scherben. Ah, die Wespe hat wohl 60 Kills gemacht, 20.000 Punkte. Hast du dir hingestellt? Zwei Crawler, zwei Wespen. Da hat es auf jeden Fall geklört, ganz ordentlich. Ja, eine ganze Armee, drei Einheiten hat er hingestellt. Da wollte er wohl durch. Ja, Tankiness, glaube ich. Gegen die Abwehrkanonen. Genau, die stehen jetzt da unten. Ich räume es einfach mal schnell weg. Mach da jetzt nicht zu viele Kompromisse. Mit der Adlerie hier, was stellt er jetzt da hin? Ich kann ja eh nicht beide verkaufen, ne? Wird das einfach schilden? Aber der kann ja gar nichts da machen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem passiert. Nee, lass mal. Also, der wird da keiner ignorieren. Niemand würde das ignorieren, oder? Niemand. Wir brauchen auf jeden Fall den Schuss. Ja, und dann machen wir noch mal mehr davon. Gesagt, nächste Runde versuchen wir dann zu jumpen. Weil es da noch mal voll wird vielleicht. Ja,
Gucken wir aggressiver stellen. Nächste Runde wollen wir da rein. Sogar fair. Oh, hier gibt es noch eine nächste Runde. Da hat er was aufgestellt, leider. Und kriege ich das? Ich habe ja Level 2, ne? Genau, easy peasy. Er hat halt alles deaktiviert. Fast alles. Noch eine Wespe. Also rechts gibt es eine Wespenparty. Bam. Ich hätte fast das Headquarter gehabt, das war sehr knapp, aber die Armee ist ja eh schon tot. Also durch das Headquarter habe ich kaum was verloren, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir ein ganz gutes Timing hier. Gibt mir sogar nochmal einen Wespenspawn extra. Artillerie. Wenn ihr die Schilde wegräumt für nächste Runde, das wäre echt dufte. Nein! Das wäre nice gewesen. Na, schon vorbei, ne? Okay. Naja, also ich glaube, das war ein klassischer Fall von Überinvestment, ne? Der hat einfach. Also er hat hier, glaube ich, schon verkauft, aber hat er nicht fünf oder sechs Skorpione am Anfang gehabt und dann auch Reichweite ausgegeben für zwei Steelballs, könnte man ja sagen. Sonst war da ja kein Ziel. Vielleicht noch für den Rhino da oben, aber da stand ja erst später einer, oder? Ja, auf jeden Fall hat er dafür den ja noch ausgegeben. Also das war ein klassischer Fall von Überinvestment. Wie gesagt, meine Fehler, ganz klar, Steelball gespielt und vier Mann in die Flanke gestellt, Fragezeichen. Aber ja, das war auf jeden Fall ein massiver Fehler. Und dann versuchen mit dem und den Raketen die abzuknallen. Das recht, wenn der Level 2 ist, das war der nächste Fehler, würde ich jetzt mal sagen. Also Level 2 skaliert ja nicht mit den Raketen, ne? Und was macht er dann? Also im Grunde genommen hat er den Level 2 gegeben, damit er tankt. Aber hier nochmal, Verteidigung wird eigentlich, also Angriff trumpft immer Verteidigung, ist meine Erfahrung, ne? Und von da war das, glaube ich, ein Fehler hier an der Stelle. Ja, das lief ja sonst ganz gut. Also im Moment ist wirklich so, ich habe jetzt gestern angefangen mit den Overlords. Was habe ich gemacht? Ich glaube, fünf oder sechs Spiele mit Overlords. Ich habe alle Spiele gewonnen. Ich habe, glaube ich, kein einziges verloren, seit ich Overlord spiele. Liegt es an der Overlord-Einheit? Ich glaube nicht, dass die Top-Spieler im Moment sagen würden, Overlord wäre OP. Ich sehe tatsächlich auch gar nicht so häufig, dass der gespielt wird. Das bringt mich zurück zu diesem Punkt immer wieder. Man muss halt einfach mit den Einheiten irgendwie, ne, sich anfreunden. Dann sind dann andere Einheiten, die jetzt funktionieren. Ich weiß zum Beispiel, weil ich einen Overlord spiele, dass ich weniger angreifbar bin durch eben Skorpione, wie es jetzt gerade war, oder durch Hacker, ne, und solche Geschichten. Und dann klappt das halt auch, weil ich weiß, welche anderen Einheiten ich dann aggressiver vielleicht spielen kann, die ich sonst so nicht gespielt hätte. Und da muss man, glaube ich, immer mit diesen Ratschlägen von Top-Spielern oder überhaupt von Spielern und Streamern. Muss man wahrscheinlich sehr vorsichtig sein. Das klappt einfach nicht für jeden einfach alles. Also die Red, ne, ist ja ein Top-Spieler, der sagt halt, Giants vorne hinstellen. Gut, das habe ich jetzt auch gemacht, das ist eine besondere Strategie, aber der sagt das für alle Giants. Das klappt für mich überhaupt nicht. Das klappt nur für den Overlord. Oder sagt dann zum Beispiel so Geschichten wie Assault-Artillerie ist ganz gut, kann ich nicht benutzen. Ne? Jeder Gegner, der Assault-Artillerie hat, den mache ich platt. Ne? Und ich selbst könnte mir das auch nie vorstellen. Und das könnte man jetzt endlos weiterführen, die Liste. Ja, also ich glaube, man muss sich da spielerabhängig machen, diese ganzen, welche Einheit man spielt, welche Fähigkeiten. Das ist die beste Methode wohl zum Weiterkommen. So, ich werde dann erstmal weg für heute. Ciao, ciao.